Gerade in Zeiten von Corona und Kurzarbeit sehen es viele Arbeitnehmer nicht ein, auch noch Überstunden machen zu müssen, wo doch die Arbeit gar nicht für alle reicht. Wann muss man eigentlich Überstunden machen? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und höre ja überall Kurzarbeit, zu wenig Arbeit, man muss staatliche Förderung beantragen, Kurzarbeitergeld. Und trotzdem haben wir sehr viele Anfragen auch zum Thema Überstunden und insbesondere auch zu der Frage, wann man Überstunden leisten muss. Und manchmal deckt sich das sogar, diese Anfragen kommen aus Unternehmen, in denen eigentlich Kurzarbeit läuft. Dazu hatte ich schon Videos gemacht, insbesondere, dass sich Arbeitgeber hier unter Umständen sogar strafbar machen. Darum soll es heute nicht gehen. Es geht heute um die Frage, wann musst du eigentlich Überstunden machen und wann musst du keine Überstunden machen? Und in dem Zusammenhang werde ich nochmal auch darüber reden, wo selbst wenn man eine Verpflichtung grundsätzlich hat, Überstunden zu machen, wo die Grenze ist, was man dann auf keinen Fall mehr machen muss. Und ganz wichtig, was muss unbedingt beachtet werden, wenn man regelmäßig Überstunden macht und sie ja auch bezahlt haben möchte. Und dann ganz am Ende gebe ich dann noch einen ganz wichtigen Tipp, wie du es vermeidest, dass du trotz vieler Überstunden am Ende kein Geld bekommst. Zunächst einmal zu der Frage, wann muss man Überstunden machen? Und viele denken, sie müssen einfach Überstunden machen, da ist man irgendwie zu verpflichtet. Das stimmt aber gar nicht. Grundsätzlich muss man Überstunden nur dann machen, wenn das im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung oder in einem Tarifvertrag irgendwo vereinbart ist und auch für einen gültig ist. Und daran hapert es oft. Wir neigen aber dazu zu sagen, naja, das wird schon irgendwie berechtigt sein, wenn der Arbeitgeber Überstunden will und das dann halt zu machen. Das ist so ein bisschen diese preußische Pflichterfüllung. Ich will das auch gar nicht hier sagen, dass man das anders machen sollte. Das ist ja auch das, warum es uns in Deutschland auch vergleichsweise gut geht und wovon wir auch letztlich wieder profitieren und womit wir uns auch beim Arbeitgeber beliebt machen. Aber heute geht es ja um die rein rechtliche Frage, muss man es? Und wenn es nirgendwo vereinbart ist, erste wichtige Erkenntnis, muss man es nicht. Zweite Sache, selbst wenn man Überstunden leisten muss, legt sich über all diese Verpflichtungen, die irgendwo stehen im Arbeitsvertrag oder in der Betriebsvereinbarung, legt sich das Arbeitszeitgesetz. Das Arbeitszeitgesetz schützt den Arbeitnehmer davor, zu viel zu arbeiten und dadurch seine Gesundheit zu beschädigen. Es gibt bestimmte Erfahrungswerte aus Untersuchungen, dass man eine bestimmte Zeit an Arbeitszeit nicht überschreiten sollte, jedenfalls nicht regelmäßig überschreiten sollte. Und diese Regelungen sind im Arbeitszeitgesetz niedergelegt. Dazu habe ich schon diverse Videos gemacht. Guck gerne mal in der Kanalsuche nach und guck dir die Videos an, wie viel man eigentlich nach dem Arbeitszeitgesetz arbeiten darf. Aber das gilt immer. Selbst wenn ich also einen Arbeitsvertrag habe, der Arbeitnehmer muss jeden Tag, arbeitet schon 8 Stunden und muss jeden Tag noch 5 Überstunden machen, so eine Vereinbarung wäre dann unwirksam. Denn damit würde eindeutig gegen die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes verstoßen werden. Dritte Sache, was man unbedingt beachten sollte, wenn man Überstunden macht, wenn man Vergütung haben will, dann braucht man einen Nachweis. Entweder man lässt sich die gegenzeichnen, man lässt sich das vom Chef bestätigen. Zum einen, dass man die Überstunden machen sollte, dass es also eine Anordnung gibt. Zum anderen aber auch, dass man sie tatsächlich gemacht hat. Daran hapert es in der Praxis in den Unternehmen sehr, sehr häufig. Die Arbeitnehmer machen riesen Überstunden, aber hinterher können sie es nicht nachweisen. Nehmen Sie einen Kalender, schreiben Sie zumindest alles auf und lassen sich, wenn der Chef Ihnen das nicht bestätigt, lassen sich das zumindest mal von einem Kollegen, der vielleicht auch regelmäßig mit Ihnen Überstunden leistet, gegenzeichnen. Und dann sehen Sie zu, dass Sie da wirklich nachweisen können, erstmal, wann hat Ihre reguläre Arbeitszeit begonnen? Wann war Ihre erste Pause? Wann war das Pausenende? Wann waren die anderen Pausen? Wann war Ihre reguläre Arbeitszeit zu Ende? Wann haben dann damit an dem jeweiligen Tag die Überstunden begonnen und wann waren die Überstunden zu Ende? Ja, das sollte so detailliert aufgezeichnet werden und zumindest von einem Zeugen abgezeichnet werden. Noch besser, Ihr Arbeitgeber bestätigt Ihnen das. Und jetzt komme ich zu meinem ganz, ganz wichtigen Tipp, den viele missachten, warum viele letztendlich scheitern mit der Geltendmachung von Überstundenvergütung. Ganz einfach, im Arbeitsvertrag gibt es eine Ausschlussfrist oder eine auch Verfallsfrist, das ist dasselbe. In einer bestimmten
Fristen müssen Ansprüche geltend gemacht werden. Wenn man das nicht macht, verfallen die. Und gerade Überstundenansprüche scheitern regelmäßig daran. Das bedeutet, wenn der Arbeitgeber am Monatsende die Überstunden nicht ordentlich abrechnet und bezahlt, dann müssen sie tätig werden. Die müssen ihn zumindest mal schriftlich auffordern. Und dann müssen sie auch überlegen, wie es weitergeht. Im Zweifel überlegen, bin ich auch bereit, die Überstunden ohne Vergütung zu machen? In Deutschland werden sehr, sehr viele Überstunden ohne Vergütung gemacht. Oder will ich sie nur machen, wenn ich sie auch vergütet bekomme, dann muss man wirklich dann spätestens tätig werden. Sonst ist die Gefahr groß, dass die Überstunden verfallen. Wenn die Verfallsfristen wirksam sind, dann müssen Sie immer so damit rechnen, so nach 3-4 Monaten sind Ihre Überstunden weg, wenn Sie bis dahin nicht die Kohle haben oder zumindest eine Bestätigung vom Arbeitgeber, dass der auf die Verfallsfristen verzichtet oder so. Das machen die in der Regel nicht. Also sollte man sein Geld haben, zumindest eine Abrechnung haben, sonst müsste man dagegen vorgehen. Müsste man sich einen Anwalt nehmen und seine Überstunden gegebenenfalls professionell geltend machen. Jedenfalls, wenn man im Arbeitsvertrag eine Ausschlussklausel hat. Eine Sache wird etwas einfacher, wenn der Arbeitgeber keine Zeiterfassung macht, wird er in Zukunft größere Probleme, dazu hatte ich schon ein paar Videos gemacht, größere Probleme haben, einfach zu sagen, die Überstunden wurden gar nicht gemacht. Ja? Aber darauf sollte man sich als Arbeitnehmer nicht verlassen, sondern man sollte wirklich diese Punkte beachten, wenn man nicht am Ende des Tages umsonst gearbeitet haben will. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch, über eine gute Bewertung und abonnieren Sie doch gerne den Kanal. Es gibt hier Rechtsvideos zu rechtlichen Themen, knackig wie dieses jetzt. Es gibt auch manchmal so, ich sage es mal ein bisschen Laberthemen, wo ich Ihnen zu so manchen Sachen so ein bisschen grundsätzlicher sage, wie ich die Dinge sehe, die einem aber hoffentlich dann auch im Arbeitsalltag helfen können. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.